Sitzung so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Beratung des Tätigkeitsberichts 2017 des Petitionsausschusses. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre hierzu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Ich erteile zunächst das Wort dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses außerhalb der vereinbarten Redezeiten, dem Kollegen Marian Wendt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen und Kolleginnen! In der öffentlichen Diskussion ist in letzter Zeit vermehrt von sogenannter Politikverdrossenheit die Rede. In der Bevölkerung entstünde der Eindruck, die da oben kümmerten sich nicht um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Und hier muss ich als Vorsitzender des Petitionsausschusses ganz klar widersprechen. Petitionen sind die richtige Wahl, sich an uns, an die Volksvertretung zu wenden, mit den ganz kleinen Problemen, mit den Alltagssorgen, aber natürlich auch mit den Vorschlägen für bessere Gesetze zum Wohl unseres Volkes. Und genau deswegen unterstütze ich jeden, der eine Petition hier einreichen möchte und sich hier im Parlament damit Gehör verschaffen möchte. Eine Petition ist nämlich viel mehr als ein bloßes Schriftstück. Es ist ein Grundrecht, welches in unserer Verfassung verankert ist. Und auch seit 1975 ist es in unserer Verfassung festgeschrieben, dass wir einen entsprechenden Ausschuss zu benennen haben. Das Jahr 2017 war ein doch gutes Jahr für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. 11.507 Petitionen wurden insgesamt eingereicht. Das war etwas mehr als im Jahre 2016. Und ja, mit Erstaunen muss man doch feststellen, wenn man den Bericht liest, die großen öffentlichen medialen Debatten, die wir oft führen, die in den Zeitungen und bei Facebook kursieren, sind doch nicht genau widergespiegelt in den Anliegen, die die Bürger vorbringen. Denn es sind vielmehr kleine Alltagsprobleme mit Behörden oder auch im Bereich des Sozialen und der Gesundheit. 68% nämlich der eingereichten Eingaben enthielten persönliche Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Sie waren unzufrieden mit einer Behördenentscheidung oder aber hatten auch Alltagsprobleme vorzubringen. Die Mehrzahl der Petitionen, insgesamt ein Drittel, kam aus dem Bereich Arbeit und Soziales und Gesundheit. Bei diesen individuellen Problemen ging es beispielsweise um die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente, die Gewährung einer Reha-Maßnahme, es ging um Krankenkassenbeiträge sowie um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das zeigt, dass dieser Bereich für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sehr wichtig ist und ihnen teilweise große Sorgen bereitet. Erst an dritter Stelle lagen Petitionen aus dem Bereich des Bundesinnenministeriums, wobei die Zahl der Asylpetitionen sogar stark gesunken ist, von über 600 auf über 500. Das sind die Zahlen aus 2017. Also spiegeln sie, wie ich bereits betonte, nicht ganz die Situation wider, die wir oft in der Öffentlichkeit oder in den Medien erfahren. Neben den ganzen Einzelfällen wurden auch zahlreiche Bitten zur Gesetzgebung oder zur politischen Gestaltung unseres Landes an den Ausschuss herangetragen. Ähnlich wie im Vorjahr wurden dabei ein Drittel der Petition online und zwei Drittel schriftlich per Brief oder per Fax eingereicht. Es ist für viele Bürgerinnen und Bürger doch etwas Besonderes, sich an den Petitionsausschuss zu wenden und nicht einfach ins Online-Formular zu gehen, sondern doch sich Mühe zu geben, handschriftlich einen Text zu verfassen, diesen aufs Postamt zu bringen und entsprechend nach Berlin zu senden. Insgesamt wurden 703 Petitionen veröffentlicht. Das waren 70 mehr als im Jahr davor. Es fand mit 2,1 Millionen registrierten Nutzern lebhafte Debatten statt. 16.000 Diskussionsbeiträge wurden abgegeben und 5 Petitionen wurden mehr als 5.000 Mal elektronisch mitgezeichnet. Hinzu kommen dann jeweils noch die Unterstützer, die per Post oder per Fax mitzeichnen. Auch das er erwähnt, die Mehrzahl der Mitzeichnungen und Unterstützer einer Petition erfolgen postalisch oder per Fax. Das mag man kritisieren, aber es ist einfach so. Es zeigt, wie ich bereits erwähnte, vielleicht die besondere Mühe, die sich auch Bürger geben, wenn sie sich an unseren Ausschuss, an das Parlament wenden. Insgesamt gab es vielfältige Vorgehensweise bei der Beratung des Petitionsausschusses. Dabei werden wir in den Beratungen, 28 Mitglieder zurzeit,
stark unterstützt von über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sekretariats, die hier arbeiten und uns unterstützen. Unter der Leitung von Dr. Paschmanns stehen Sie uns in der Sacharbeit bei inhaltlichen Fragen ganz besonders und direkt auch zur Verfügung. Ein besonderer Dank hier auch. Und so ist es oft möglich, dass einzelne Petitionen bereits im Dienstgang auch erledigt werden können. Der Bürger bekommt eine Information. Manchmal erübrigt sich dann schon das weitere Vorgehen. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Bereich, dass viele Arbeit des Petitionsausschusses nicht hier auf der großen Bühne stattfindet. Wir debattieren einmal im Jahr hier diesen Bericht, aber die eigentliche Kernarbeit, die findet in zahlreichen Berichterstattergesprächen statt. Die findet in Anhörungen statt, in Einzelberatungen mit Petenten und vor allen Dingen auch in der Vorarbeit, im Gespräch mit Behörden und Ministerien durch das Ausschusssekretariat, um die Sachlage zu klären. Öffentliche Sitzungen werden durchgeführt, wenn eine Petition mindestens 50.000 Unterstützer erfährt oder aber wenn sich die Fraktionen übergreifend darauf verständigen, solch eine wichtige Petition zu debattieren. Im letzten Jahr waren dies beispielsweise die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung von Mukoviszidose-Patienten. Diese Petition hatte über 96.000 Mitzeichner. Und auch ebenso wurde debattiert, Stopp der Umsetzung der EU-Richtlinie über Pauschalreisen. Auch hier im Plenum und Arbeitsgruppen und ausschussübergreifend ein wichtiges Thema ging es doch um den Schutz von kleinen und mittelständischen Reisebüros, die mit dieser EU-Verordnung doch an die Existenzgefährdung gekommen werden. Gemeinsam Petitionsausschuss und die anderen Ausschüsse konnten hier eine sinnvolle Lösung erarbeiten. Und manchmal begeben sich die Kolleginnen und Kollegen sogar auf Reisen ins Land. So fanden 4 Ortstermine statt. Einmal ging es um eine Lärmschutzwand an der Autobahn 52. Ein anderes Mal ging es nach Rostock, um für den Erhalt der Mühlendammschleuse zu arbeiten. Beim dritten Termin ging es nach Dorfen. Hier ging es um die Tieferlegung von Bahngleisen im Gemeindebereich. Und zum vierten Mal ging es nach Detmold, wo eine ältere Dame sich von einem grauen Netzverteilkasten der Telekom gestört fühlte, weil es die Sicht auf die Straße sowie die historische Ansicht auf ihr Gebäude verringerte. Das kann man jetzt für klein-klein halten, aber das zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger im Alltag ganz einzelne Probleme haben, die sie vor allem stört. Sie stört oft nicht die große Weltpolitik, was vielleicht Herr Trump sagt oder was im Nahen Osten passiert, sondern sie stört, dass die Bahngleise tiefer gelegt werden endlich vor dem Haus und dass dieser Netzverteilkasten, wie wir erfolgreich bringen konnten, in die Nebenstraße gebracht wird. Das sind wichtige Arbeiten, die, wie gesagt, im Klein-Klein stattfinden. Und das sollten wir immer wieder auch daran arbeiten. Wir sollten uns dieser Arbeit auch verpflichtet fühlen. Im Bereich der größeren Gesetzgebung und der Anliegen unseres Landes konnten wir uns beispielsweise auch mit einer Petition erfolgreich durchsetzen, wo es um die Regelung von Rettungsgassen gilt. Ich glaube, dieses sehr emotionale Thema, auch letzte Woche wieder hier in Brandenburg, wo Retter 4 Kilometer laufen mussten, um an die Unfallstelle zu kommen, ist sehr, sehr wichtig. Im letzten Jahr konnte aufgrund einer Eingabe hier eine gemeinsame Regelung gefunden werden, dass diese Rettungsgassenbildung einheitlich in der StVO auch EU-weit nach gleichem Standard erfolgt. Und das ist auf eine erfolgreiche Petition zurückzuführen. Ein anderes Mal konnte das Haus von Thomas Mann, in dem er im Exil in Los Angeles wohnte, zurückerworben werden. Darauf hat uns eine Petentin aufmerksam gemacht, dass dieses Haus zum Verkauf steht. Und das Auswärtige Amt und gemeinsam der Deutsche Bundestag haben Initiative ergriffen und dieses Haus zurückgekauft. Die Villa soll künftig von Stipendiaten aus allen Bereichen der deutschen Gesellschaft, insbesondere Kultur, Wissenschaft, Politik und Medien, genutzt werden. Ich finde, ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Arbeit unseres Ausschusses. Lassen Sie mich aber zum Schluss auch noch einmal vorausblicken. Wichtig ist, wie ich bereits erwähnte, dass wir immer dauerhaft das Bindeglied zwischen Parlament und Bevölkerung sind. Der Bürger unseres Landes wendet sich in der Regel an den Deutschen Bundestag bei Wahlen, hat er Kontakt, indem er uns wählt. Oder wenn er ein Anliegen hat, sagt er, ich schreibe dazu eine Petition. Er schreibt meist an uns als Erstes und wir sehen uns auch verpflichtet und verantwortlich, die Gedanken, die er vorträgt, das Anliegen zu prüfen und dann auch wiederzuspiegeln. Und dieses Widerspiegeln in die Fraktionen unseres Hauses, in die Ausschussarbeit, das, glaube ich, müssen wir noch stärker vornehmen.
Wir müssen die Anliegen, die Bürger an uns herantragen, die aus meiner Sicht sehr klug und umfassend sind, weil auch wir nicht alles sehen können. Nicht wir sind allwissend. So viel Demut gehört, glaube ich, dazu. Diese Gedanken sollten wir ab und an aufnehmen und mit in unsere Arbeit einbringen. Und ich glaube, wenn wir dieses tun, dann können wir auch die Akzeptanz unseres Parlaments nämlich verbessern. Dann merken die Leute im Bundestag, die hören mir zu, mein Anliegen, welches ich vorbringe, ist wichtig. Und in diesem Sinne möchte ich auch gemeinsam mit Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen im Jahr 2018 und gerne auch darüber hinaus zusammenarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wendt, für Ihren Beitrag, der zum Ausdruck gebracht hat, dass das Verfassungsrecht sich an den Deutschen Bundestag zu wenden eine besondere Bedeutung hat. Und ich möchte an dieser Stelle, Sie haben es in Ihrer Rede schon getan, das Haus bitten, seinen Dank zum Ausdruck zu bringen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsausschusses, die in ihrer Spitze hinter uns Platz genommen haben, denn sie leisten wirklich eine herausragende Arbeit. Als nächstes erteile ich für die SPD-Fraktion der Kollegin Martina Stamm-Fiebig das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Petitionsrecht ist in Artikel 17 unserer Verfassung als Grundrecht garantiert und es ist nicht an Alter, nicht an den Wohnort und nicht an die Staatsangehörigkeit gebunden. Es steht als Jedermannsrecht allen Menschen zu und es ist das einzige Element direkter Demokratie auf Bundesebene. Aber die praktische Ausgestaltung des Petitionswesens beim Bundestag wird aktuell leider weder dem Charakter des Petitionsrechts als Grundrecht und Jedermannsrecht noch seiner Bedeutung als einzigem direktdemokratischem Element auf Bundesebene gerecht. Inzwischen erfreuen sich viele private Kampagnenplattformen einer wachsenden Beliebtheit und gleichzeitig steigt auch die Anzahl dieser Kampagnen. Im Gegensatz dazu bleibt es beim Petitionsausschuss des Bundestages seit Jahren immer bei immer weniger Eingaben. Die Zahl der eingereichten Petitionen ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Eine Trendwende lässt sich aber nicht ableiten und wir befinden uns heute ungefähr auf dem Stand von 1981. Das sollte uns zu denken geben. Zum Vergleich, 2005 wurden doppelt so viele Petitionen eingereicht. Eine Möglichkeit ist, dass damals alles schlechter war und die Menschen mehr Grund zur Kritik hatten. Ich habe aber eine andere Vermutung. 2005 gab es die letzte wirklich große Reform des Petitionswesens, damals unter Rot-Grün. Wir haben damals für digitale Beteiligung gesorgt und das ist mittlerweile 13 Jahre her. Eine politische Ewigkeit. Das wachsende Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, es tut mir leid, Frau Kollegin, Sie können ohne Anrechnung auf die Redezeit sich Zeit nehmen und ich unterbreche jetzt die Uhr. Danke. Das wachsende Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach direkter politischer Beteiligung ist offensichtlich. Der Petitionsausschuss wird aus unterschiedlichen Gründen, es geht nicht. Es tut mir leid. Vielleicht kann ich später noch. Frau Kollegin, Sie können später oder auch die Rede zu Protokoll geben, je nachdem, wie Sie das für richtig halten, aber ich verstehe das. Dann rufe ich zunächst auf für die AfD-Fraktion den Kollegen Johannes Huber. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Bürger in Deutschland, die auch auf den Tribünen anwesend sind. Ihr habt laut Artikel 17 Grundgesetz das Grundrecht, euch schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an den Deutschen Bundestag zu wenden. Damit könnt ihr direkt Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen und gleichzeitig den Abgeordneten und den Bundesbehörden auf die Finger schauen. Wir als Alternative für Deutschland setzen uns seit unserem Bestehen im Sinne der direkten Demokratie für die größtmögliche Bürgerbeteiligung ein.
Im Petitionsausschuss werden Anliegen im Gegensatz zu privaten Anbietern auch verbindlich geprüft. Der Petitionsbericht 2017 liest sich dabei wie ein AfD-Wahlprogramm. Was zeigt, dass wir als Bürgerpartei tatsächlich die Themen vertreten, die unter den Nägeln brennen? Gefordert, ich kann es Ihnen erklären, gefordert wird insbesondere eine höhere Präsenz der Abgeordneten im Bundestag und Volksabstimmungen auf Bundesebene. Und das Letztere können die übrigen Parteien uns trotz der Sorge um die eigenen Mandate den Bürgern und der AfD nicht ewig vorenthalten. Ebenso die Rücknahme des Netz-DG, der Erhalt des Bargeldes, die Abschaffung der Zwangsrundfunkgebühren, der Abbruch aller EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die Aufhebung der Russland-Sanktionen und der Abzug der Atomwaffen. Die AfD unterstützt alle diese Anliegen. Die Anzahl an Petitionen zum Thema Asyl zeigt auch deutlich, dass die Asylkrise mitnichten geschafft ist. Es wandten sich sogar zahlreiche Mitarbeiter des BAMF an den Ausschuss, um ihre befristeten Arbeitsverhältnisse endlich zu entfristen. Bei 16 Mitarbeitern, die dank Merkel, Altmaier und Seehofer chronisch überlastet sind, war das mittlerweile erfolgreich. Das ist umso schöner, weil sie aktuell als Bauernopfer für die wirklich Verantwortlichen herhalten müssen. Die rasante Steigerung der Anliegen zum Thema Gesundheit macht auch deutlich, wie weit der demografische Wandel und die Folgen bereits fortgeschritten sind. Viele Anliegen zur Kinder- und Jugendhilfe zeigen, dass Abhilfe für die deutschen Sozialsysteme nur mit einer Stärkung der nachkommenden Generationen möglich ist. Der Petitionsausschuss war dabei leider aufgrund der langwierigen Regierungsbildung, an der fast alle übrigen Parteien beteiligt waren, nicht immer handlungsfähig. Das muss gesagt werden. Dabei könnte im Zuge der digitalen Demokratie vor allem die Plattform für E-Petitionen noch bekannter gemacht werden, denn bei 50.000 Mitzeichnern werden Anliegen öffentlich im Deutschen Bundestag mit Vertretern der Bundesregierung angehört. Gute Chancen darauf hat die aktuell unter öffentlicher Beobachtung stehende gemeinsame Erklärung 2018 von Vera Lengsfeld, Henrik Broder und anderen deutschen Intellektuellen und Leistungsträgern der deutschen Gesellschaft. Sie sollten mehr Achtung gegenüber diesen Leuten schenken, die Petitionen zu Recht auch einem Petitionsausschuss einreichen und hier zuhören. Denn diese wollen die Rechtmäßigkeit an den deutschen Grenzen wiederherstellen und Rückweisungen wieder möglich machen. Wenn die Bundesregierung den Willen der Bevölkerung also nicht umsetzen will, sollten mündige Bürger ihr Anliegen in die eigenen Hände nehmen und die AfD wird sie dabei immer unterstützen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich für die CDU-CSU-Fraktion dem Kollegen Andreas Mattfeld das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss. Die Arbeit in unserem Ausschuss, ja, sie lohnt sich, weil wir auch wissen, dass wir ganz häufig den Menschen in ihrem persönlichen Umfeld helfen können. Und ich darf das sagen von meiner Stelle, ich bin dankbar, schon so lange dabei sein zu dürfen. Und Herr Huber, Sie suggerieren hier, Sie vertreten die Menschen in unserem Land. Sie seien das Sprachrohr hier. Nein, ich rufe Ihnen zu, Sie vertreten eine Minderheit. Sie vertreten nicht die Mehrheit und Sie sind nicht das Sprachrohr des ganzen Volkes. Ganz deutlich. Und meine Damen und Herren, klar, wir alle wissen im Petitionsausschuss, wir können nicht immer helfen. Aber mir ist ganz wichtig zu betonen, dass eben jede einzelne Eingabe, die bei uns eingeht, sorgfältig geprüft und vor allen Dingen fachlich versiert beantwortet wird. Und dafür ganz herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausschussdienst. Und unser Petitionsverfahren, und darüber können wir uns freuen, das ist eben auch so erfolgreich, dass sogar politisch motivierte Institutionen dieses Instrument für sich entdeckt haben und, wie ich meine, leider schlecht kopiert haben. Nur um eben im Internet für ihr Anliegen zu werben, für ihre Institution zu werben. Und nahe schon dreist
wird mit unserer Namensgebung auf Online-Plattformen suggeriert, man könne mit einem ganz einfachen Klick im Internet dazu beitragen, dass sich der Bundestag garantiert mit dem jeweiligen Anliegen der gesteuerten politischen Thematik auseinandersetzt. Nein, ganz deutlich, derartig politisch motivierte Aktionen landen eben nicht bei uns im Petitionsausschuss. Wer was verändern möchte in diesem Land, an die Bevölkerung sage ich das ganz deutlich, der muss das Original wählen und Petitionen schriftlich oder eben auch online beim Bundestag einreichen und nicht bei obskuren Organisationen. Und meine Damen und Herren, bei uns im Bundestagspetitionsausschuss hat sich was verändert und es gilt auch einmal Danke zu sagen. Danke zu sagen an unsere ehemalige Vorsitzende Kerstin Steinke. Und liebe Kerstin Steinke, auch wenn wir beiden nun gewiss nicht immer oder vielleicht nur ganz selten auf einer Wellenlänge liegen, so möchte ich mich bei Ihnen für die vergangenen Jahre bedanken. Das waren ja nun ein paar mehr, in denen Sie unsere Ausschusssitzungen stets souverän, stets sehr stringent geleitet haben. Ich darf einfach sagen, Sie haben das klasse gemacht. Dankeschön. Und meine Damen und Herren, nun möchte ich so ein bisschen auch zur Kernsache der Petitionen zurückkommen. Immer wieder diskutieren wir auch darüber, Frau Stamm-Fiebig hat es gesagt, warum die Petitionen stagnieren. Ich glaube, wir haben da eine andere Auffassung. Für mich ist klar, dass auch die Anzahl der eingehenden Petitionen ein Gradmesser für die Zufriedenheit unseres Volkes sein kann. Und wir stellen dann anscheinend fest, bei uns in Deutschland läuft vieles rund, läuft vieles richtig. Gute Regierungs- und gute Koalitionsarbeit darf ich zumindest von meiner Seite auch mal loben. Und ich bin ja nun auch so ein kleiner Statistikfan. Und wenn man sich den Bericht so anschaut, dann wundert es schon, dass 64% der Petitionen von Männern eingereicht wurden. 64% der Petitionen kommen von Männern. Ich ziehe jetzt überhaupt keine Rückschlüsse auf die Geschlechterverteilung hier im Parlament. Ich fordere auch keine Frauenquote für Petitionen. Aber das fällt halt auf und vielleicht kann da irgendjemand mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Und ganz seltsam ist auch, dass im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Petitionen mit weitem Abstand eben aus Berlin kommen, wo Berlin eben ansonsten ja im Vergleich nicht immer positiv und ganz vorne dabei ist. Und anscheinend, so suggeriere ich dann für mich, ist man in Berlin vielleicht nicht ganz so zufrieden wie in Bayern oder Baden-Württemberg, wo im Verhältnis eben die wenigsten Petitionen eingehen. Und meine Damen und Herren, es ist eben angeklungen, eine Petition hat mich besonders gefreut, die auch für alle was positiv verändert hat. Es geht eben um die mangelhafte Bildung von Rettungsgassen auf deutschen Straßen, insbesondere auch auf Autobahnen. Und ich bin selbst Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr und ich habe das leider häufiger erleben müssen. Man wird alarmiert, man rückt aus und dann kommt man nicht weiter, weil die Unfallstelle durch irgendwelche, mit Verlaub, verzeihen Sie es mir, Deppen belegt ist. Das tut weh, man will helfen, man kann nicht und das ist das Schlimmste, was einen als Einsatzkraft hier widerfahren kann. Und genau auch deshalb, weil man eben weiß, dass Minuten über Leib und Leben entscheiden können. Und deshalb bin ich froh, Marianne Wendt hat es gesagt, dass der Petitionsausschuss in dieser Sache ganz klaren Handlungsbedarf gesehen hat und dass die Eingaben deutlich an das Verkehrsministerium überwiesen worden sind. Jetzt ist klar, dass eine Rettungsgasse gebildet werden muss, schon wenn man nur langsam rollt, schon wenn man steht, immer links auf der Fahrbahn. Ich glaube auch, dass diese Veränderung so langsam ankommt bei den Fahrzeugführern. Und ich stelle jedenfalls fest, dass Rettungsgassen jetzt vermehrt gebildet werden. Und meine Damen und Herren, ich bin dem Präsidenten sehr dankbar, dass er sich eben von Ihrer Seite bedankt hat bei den Mitgliedern bei uns im Ausschuss für Petitionen. Ich glaube, das tat gut. Ich darf aber auch sagen, ich hätte gerne noch etwas mehr Akzeptanz und Anerkennung unserer Arbeit hier im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, es ist noch etwas Luft hier nach oben. Wir im Petitionsausschuss leisten eine Fleißarbeit mit der Bearbeitung von den vielen Eingaben. Wir müssen vielfach intensiv recherchieren. Wir müssen häufig Ortstermine wahrnehmen, um uns vor Ort direkt ein Bild zu machen. Denn manchmal sieht es vor Ort ganz anders aus, als man das nach Aktenlage erkennen kann. Und Sie merken, diese Arbeit nimmt erheblich Zeit in Anspruch. Und das ist, da wir eben alle auch noch in anderen Ausschüssen tätig sind, nicht immer ganz einfach. Und deshalb mein Wunsch an unsere Fraktionsführungen, an das Präsidium nach mehr Anerkennung, nach etwas mehr Wertschätzung. Denn wir alle wissen auch erfahrungsgemäß, reißen sich nur die wenigsten in den Fraktionen um die Arbeit
im Petitionsausschuss. Und diese Wertschöpfung, und das meine ich sehr ernst, die kann auch damit anfangen, dass wir wie nahezu alle anderen Ausschüsse auch zukünftig einmal einen eigenen Ausschusssaal bekommen. Ich glaube, das würde dem Petitionsausschuss sehr gut zu Gesicht stehen und würde eine gewisse Wertschätzung zumindest an uns zurückdenken. Bitte denken Sie hierüber nach. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mattfeld. Ein kleiner Hinweis, weil die Kollegin Stamm-Fiebig schon durch Zeichen darauf hingewiesen hat. Bei der Rettungsgasse sind nicht nur alle links, sondern es muss auch links und rechts gehen. Als nächstes erteile ich das. Wir meinen das jetzt nicht ideologisch, sondern faktisch, Frau Kollegin. Als nächstes erteile ich dem Kollegen Manfred Totenhausen für die FDP-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was kann einem Politiker eigentlich Besseres passieren, als sich für die Belange des Bürgers direkt einzusetzen, auch für den einzelnen Bürger? Ich finde, es ist eine wunderbare Aufgabe. Und wissen Sie, bereits in der vorletzten Wahlperiode, Legislaturperiode, durfte ich im Petitionsausschuss mitarbeiten. Und das war für mich eine Aufgabe, die ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Die Kollegen von damals wissen das, dass ich mit großer Freude dabei war. Und nachdem wir Freien Demokraten letztes Jahr wieder in den Bundestag eingezogen sind, habe ich mich sofort um die Aufgabe im Petitionsausschuss beworben. Und ich habe das große Glück gehabt, meine Fraktion hat mir das Vertrauen gegeben. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir auch jetzt hier wieder als Fraktion auch wieder den Sorgen und Wünschen und Problemen der Bürger annehmen können. Und das sage ich auch im Namen meiner lieben Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch oft streite bei Petitionen. Aber wir sind ein klasse Team. Herzlichen Dank euch dafür. Und wir tun das im Petitionsausschuss tatkräftig und oft in großer Übereinstimmung. Wir sind oft gar nicht so weit auseinander in einigen Petitionen und haben dort auch oft gemeinsame Ideen, manchmal aus verschiedenen Betrachtungsweisen, aber wir wollen eigentlich immer helfen. Und die Zusammenarbeit im Ausschuss ist ausgesprochen sachorientiert, das muss man sagen. Und ich unterstelle jedem Ausschussmitglied, dass er von ganzem Herzen immer dem Petenten helfen will. Und so sind mir gerade diejenigen, die hier vorne gestanden haben und hier und sich gerade nach vorne spielen, muss ich sagen, im Ausschuss sind die Lamm fromm. Da kommt sowas nicht, sondern da ist eigentlich sogar die Zusammenarbeit gar nicht das Schlechteste. Also für diese gute Zusammenarbeit möchte ich mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, besonders bei dem neuen Vorsitzenden, der ja gerade erst eingestiegen ist, aber trotzdem eine hervorragende Arbeit macht. Vielen Dank dafür. Auch wenn wir als FDP noch sehr wenig zum Jahresbericht 2017 beitragen konnten, wir sind ja eigentlich erst im Oktober dazugekommen und haben da noch nicht so viel beigetragen, kann man auf ein sehr gutes Jahr zurückschauen. Da können wir alle drauf stolz sein. Und die ganze Arbeit ist eigentlich erst möglich geworden durch die gute Vorarbeit und die ständige Unterstützung durch den Ausschussdienst, auch dafür, dass für den vielen fleißigen Mitarbeitern, die sich für uns einsetzen, für uns stark machen. Vielen, vielen Dank dafür. Sie bereiten unzählige Akten vor und wenn man weiß, wie mein Schreibtisch aussieht, das ist so gestapelt zurzeit, aber nicht, weil ich faul bin, sondern weil es viel Arbeit ist. Wenn man ohne diese Vorarbeit wären wir eigentlich hilflos. Der Petitionsausschuss ist auch ein bisschen ein Frühwarnsystem. Manche Kollegen nennen es Seismograph des Bundestages, aber ich finde Frühwarnsystem auch nicht schlecht. Anhand von Petitionen kann man schnell erkennen, wo die Bürger Fehlentwicklungen sehen, wo sie Probleme haben, wo sie Sorgen haben. Und je häufiger ein Thema letztendlich angesprochen wird, umso mehr müssen wir uns auch einzeln dafür einsetzen. Petitionen spielen auch oft den Zeitgeist wieder. Wichtige Ereignisse, neue Gesetze führen zu mehr Petitionen. Jedes Jahr erreichen uns Tausende von Bitten und Beschwerden aus der Bevölkerung. Früher als anderes bekommen wir zu spüren, wenn bei den Menschen im Land dicke Luft ist, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin kein Hellseher, ich bin wirklich kein Hellseher, aber ich möchte Ihnen schon jetzt zusichern, wir werden uns sehr bald mit der Datenschutzgrundverordnung sehr intensiv beschäftigen müssen, das wird sein. Aktuell liegt uns eine Petition vor, mit der eine Reform
des wettbewerbsrechtlichen Abmahnwesens gefordert wird. Einige unseriöse Kanzleien und Abmahnvereine nutzen die Datenschutzgrundverordnung aus und drohen mit hohen Geldforderungen. Wie ich gerade gehört habe, auf dem Weg hierhin, Forderungen sind so zwischen 300 und 700 Euro für Abmahnungen schon unterwegs und werden schon gemacht. Dazu findet auch in Kürze eine öffentliche Sitzung statt. Ich habe durchaus Verständnis für kleine, mittlere Unternehmen, für Vereine, viele Betroffene, ja, die sich nicht so einfach dagegen wehren können. Anders als große Konzerne haben die nämlich keine Rechtsabteilung. Und wir Freien Demokraten halten eine Nachbesserung für dringend erforderlich. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, freut mich doch, dass die Union dieses gestern auch bereits in einer großen Pressemitteilung in Aussicht gestellt hat, dass auch ihr die Datenschutzgrundverordnung nachbessern wollt. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahresbericht davon verkünden, dass wir verkünden können, dass dieser Petition sehr schnell entsprochen werden könnte. Das ist unser gemeinsames Ziel, glaube ich. Genauso halten wir aber auch eine bessere Aufklärung für erforderlich. Manchmal liegt es nur an der Aufklärung, um den Bürger die Sorgen und manche Vorurteile auch zu nehmen. Manche Vorurteile liegen im Raum, die sind gar nicht so schlimm. Deswegen sollten wir da besser hantieren. Wir bekommen jeden Tag mit, welche gravierenden Auswirkungen Gesetze oder die Arbeit von Ämtern und Behörden auf das Leben der Mitmenschen haben. Manchmal können wir durch Hinweise ein Problem lösen, aber das gelingt leider nicht immer. Der Petitionsausschuss kann keine Behörden, Krankenkassen, Versicherungen oder keine Anweisungen geben, aber er kann auf Missverständnisse oder Missstände hinweisen. Und er kann auch nicht Gerichtsverfahren eingreifen, wie das immer bei uns gedacht wird. Und wir können auch erst recht keine Urteile aufheben. Aber er darf auch, sich auch nicht mit Angelegenheiten befassen aus anderen Ländern etc. Dafür gibt es eben Zuständigkeiten. Aber er kann zum Beispiel die Bundesministerien und auf Gesetzgebungsbedarf und Veränderungswünsche hinweisen. Und er macht davon rege Gebrauch. Und jetzt läuft meine Zeit weg, ich muss mich beeilen. Ich will nämlich noch was ganz Wichtiges sagen. Ich wünschte mir, wir könnten öfter helfen, besonders im Einzelfall bei einzelnen Personen. Da wünschte ich mir oft, mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, manchmal sogar auch über Vorschriften hinweg. Aber das geht ja leider nicht. Aber ich wünschte mir vor allen Dingen, dass wir transparenter werden, dass wir nach außen mehr strahlen. Und deswegen wollen wir Freien Demokraten ein Bürgerplenarverfahren im Rahmen des Petitionsausschusses einführen. Das bedeutet, Themen von großer öffentlichem Interesse kommen direkt auf die Tagesordnung des Plenums und wenn sie ausreichende Anzahl von Unterstützern erreichen. Wichtige Petitionen bekommen dadurch mehr Aufmerksamkeit. Und jetzt ein Zitat. Wir wollen die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der demokratischen Willensbildung stärken. Dazu werden wir das Petitionswesen weiterentwickeln und verbessern. Die Massenpetitionen werden wir über das im Petitionsausschuss bestehende Anhörungsrecht hinaus einer Behandlung des Anliegens im Plenum des Deutschen Bundestags vorsehen. Zitiert, ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag von Union und FDP von 2009, hätte schon längst umgesetzt werden können. Auch wir haben damals nicht reagiert. Und jetzt komme ich zum Schluss, bevor mal der Präsident hier droht. Ich komme ganz schnell zum Schluss. Ich weiß, dass auch andere Fraktionen letztendlich das wollen. Worauf warten wir eigentlich noch? Herr Kollege. Lasst uns machen. Die Möglichkeit besteht. Ich glaube, wir sind da in vielen Punkten sehr einig. Und Herr Kollege, Sie sollten meine Nachsicht nicht zu sehr strapazieren. Zu guter Letzt möchte ich die Bürgerinnen und Bürger auffordern, das ist wirklich für uns alle gedacht, wenn Sie das Gefühl haben, es läuft im Land was falsch, Sie werden ungerecht behandelt und dann schicken Sie in den Petitionsausschuss Ihre Eingaben, Ihre Beschwerden. Wir werden uns Ihren Eingaben gerne annehmen. Herr Kollege, bitte der letzte Satz. Und zum Schluss, im Allgemeinen arbeiten wir im Hintergrund. Und heute dürfen wir das Plenum einmal vorne benutzen. Es nützt nichts, dass Sie mir zeigen, was Sie noch im Zettel haben. Also vielen Dank. Das war nun wirklich petitionsreif. Als nächster Rednerin erteile ich der Kollegin Kerstin Kastner das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie uns zuhören, zuschauen, um Sie geht es hier. Wir haben hier die Möglichkeit, Ihnen ein paar Hinweise zu geben zu Ihren Rechten und Mitwirkungsmöglichkeiten, die auch tatsächlich wahrgenommen werden sollten.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, wir müssen über Demokratie nicht nur reden, wir müssen wieder lernen, für sie zu streiten. Und der Petitionsausschuss ist so ein Ort, wo man dafür streiten kann. Es lohnt sich nämlich. Neben unserer Wahlkreisarbeit ist hier die Möglichkeit, ganz direkt zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger für Sorgen haben. Und Sie haben wiederum die Möglichkeit, direkt auf uns Bürger, auf uns Abgeordnete zuzugehen, mit Ihren Sorgen, Problemen, Wünschen, aber auch mit ganz konkreten Anträgen. Zum Beispiel erreichen uns ja auch Gesetzesvorschläge, die wir aufgreifen können oder nicht. In den allermeisten Fällen werden sie nicht direkt aufgegriffen. Aber das kann sich ja alles ändern mit etwas gutem Willen. Genug zu tun gibt es in unserem Land, da gibt es keine Frage. Obwohl, wenn man Herrn Mattfeld folgt und sagt, es sind nur noch 11.000 Petitionen, die uns erreicht haben, da würde ich widersprechen, denn ich glaube, dass es doch viele Probleme gibt. Und ein Zeichen dafür sind die Reaktionen auf den privaten Petitionsplattformen wie Change.org. Dort waren es im vergangenen Jahr mehr als 12 Millionen Menschen, die sich dort geäußert haben. Das spricht dafür, dass es doch eine ganze Reihe von Problemen gibt für die Menschen. Und wir im Umkehrschluss müssen mal überlegen, was wir ändern müssen. Kennen Sie zum Beispiel Sandra Schlemsorg? Sie ist 40 Jahre alt, Alleinerziehende und bekommt Hartz IV. Sie hatte Jens Spahn gebeten, doch einmal zu probieren, wie man mit dem Fördersatz für Hartz IV einen Monat lang auskommt. Ich sag mal, das ist zu wenig. Man müsste das längerfristig testen. Dann erst merkt man, wie schwierig das ist. Aber wie gesagt, sie hatte 190.000 Unterstützer in kürzester Zeit. Und was hat es gebracht? Vor allem Öffentlichkeit. Und deshalb ist mein Plädoyer auch, wir brauchen mehr Öffentlichkeit für unseren Petitionsausschuss, für das, was wir dort diskutieren und voranbringen wollen. Dazu können wir Folgendes tun. Einmal würde ich dafür plädieren, dass wir das Quorum für die öffentlichen Ausschusssitzungen heruntersetzen. Von jetzt 50.000 auf meinetwegen 30.000, aber da können wir gerne noch mal drüber reden. Das würde dazu führen, dass wir öffentlich wahrnehmbar über die Anliegen der Petentinnen und Petenten diskutieren. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, dass wir hier im Plenum ganz besonders wichtige Petitionen diskutieren. Das ist ja auch schon vorgeschlagen worden. Lassen Sie uns darüber diskutieren. Vielleicht ist so eine Zahl von 100.000 Unterstützern etwas, wo man darüber nachdenken sollte. Solche Themen wie zum Beispiel jetzt die Suchtgefahr durch die Legalisierung von Cannabis, was wir nächsten Montag diskutieren werden, ist sicherlich ein Thema. Aber wir hatten auch solche Petitionen wie die Abschaffung von Sanktionen, Hartz IV mit ganz vielen Unterstützern. Das sollten wir hier dann auch öffentlich machen. Ja, und weil wir als Mitglieder des Petitionsausschusses fraktionsübergreifend auch unsere Arbeit qualifizieren wollen, hatten wir im Mai vergangenen Jahres eine Sachverständigenanhörung. Und dort wurde uns tatsächlich geraten, den Kommunikationsweg mit den Petenten zu verbessern. Das heißt, wir sollten die Hürden für das Nutzen der Online-Petitionen herabsenken. Wir sollten ermöglichen, dass die Menschen schneller dort sich mitbeteiligen können und dass wir auch darüber nachdenken sollten, soziale Netzwerke zu nutzen, um schnell mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Kontakt zu kommen. Ich finde, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Und was mich persönlich sehr ärgert, ist, dass wir nur etwa 2/3 aller Petitionen gar nicht zu sehen bekommen als Abgeordnete. Natürlich auf einem Weg schon, aber nicht direkt. Erst bekommt nämlich jeder Bürger eine Stellungnahme von dem zuständigen Ministerium oder Amt
Und nur wenn er dem widerspricht oder weitere Auskunft will, kriegen wir es auf den Tisch. Deshalb sage ich hier an die Bürgerinnen und Bürger, geben Sie sich nicht mit dem ersten Bescheid zufrieden, wenn Sie damit nicht zufrieden sind, sondern wenden Sie sich weiter, dann werden wir uns als Abgeordnete um Ihr Anliegen kümmern. Und dass es sich lohnt, um das Anliegen zu kümmern, sage ich mit der Erfahrung der Mühlendammschleuse in Rostock, wo wir voriges Jahr zu Gast waren. Dort sind tatsächlich inzwischen Konzepte entwickelt worden, wie man mit der Situation umgeht. Denn die Mühlendammschleuse ist leider nicht mehr zu öffnen, weil der Neubau der Straße so weit nach unten gesetzt wurde, dass einfach die Tore nicht mehr sich öffnen lassen. Ist natürlich wieder mal ein tolles Ergebnis von Behördenwahnsinn. Aber es passiert und wie gesagt, jetzt wird es einer touristischen Nutzung zugeführt. Es gibt darüber hinaus noch viel mehr, was tatsächlich verändert werden könnte. Ich denke zum Beispiel die Koalitionstreue, da sollten SPD und CDU bei unterschiedlicher Haltung auch mal drüber nachdenken, dass dadurch nicht jahrelang bestimmte Petitionen blockiert werden. Ich möchte an dieser Stelle herzlich Danke sagen der AG-Petition unter Leitung unserer geschätzten Kerstin Steinke, meiner Fraktion. Vielen Dank, liebe Kollegen, ihr müsst immer fleißig arbeiten. Und nochmal ein Dankeschön auch an das Ausschusssekretariat, dass durch das Aufblähen unseres Plenums hier leider auch noch umziehen musste, neben der vielen Arbeit. Danke für Ihre fleißige Unterstützung. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grüne die Kollegin Corinna Rüffer. Vielen Dank. Liebe Demokratinnen und Demokraten, sehr geehrter Herr Präsident, ich muss in Richtung der AfD mal hier für Aufklärung sorgen. Während hier die Backen aufgeblasen werden, wahrscheinlich um das eigene Publikum zu bespaßen, läuft es im Petitionsausschuss folgendermaßen: In 95% aller Fälle stimmt die AfD mit der Großen Koalition. Und ich glaube, das sollten ja alle mal weitererzählen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Herr Todenhausen hat das schon richtig festgehalten, das entspricht den Tatsachen. Aber nun zum Thema. Der Petitionsausschuss ist eine der besten und wertvollsten Einrichtungen, die dieses Parlament zu bieten hat. Es ist der Ort der Rückkopplung, der direkten Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen in dieser Republik. Und er verfügt, und ich glaube, das wissen nicht immer alle, über ganz besonders starke Instrumente. Es ist eben kein schwacher Ausschuss, sondern es ist ein starker Ausschuss, und das sollten wir hier im Parlament zur Kenntnis geben und nach draußen auch vermitteln. Und dass eben das, diese Stärke der Kommunikation, dass diese starken Instrumente heute wichtiger sind denn je, das ist, glaube ich, allen klar, die irgendwie 3 Minuten oder vielleicht nur ein paar Sekunden drüber nachdenken. Denn wie verhindert man einen deutschen Trump? Das war der Titel eines Artikels in der Zeit von Christoph Herberts, der 2016 erschien. Und die Antwort, die er gegeben hat, die wird vielleicht manche auf den ersten Blick überraschen, diejenigen, die im Petitionsausschuss mitarbeiten, glaube ich, eher weniger. Er hat geschrieben, der Bundestag bräuchte einen modernen, funktionierenden Petitionsausschuss. Und das zeigt, dass Journalistinnen, dass Intellektuelle in diesem Land verstanden haben, dass Bürgerinnenbeteiligung gestärkt werden muss und dass der Petitionsausschuss, das Petitionswesen Artikel 17 unseres Grundgesetzes ein Mittel sein kann, dass wir mit allem, was wir haben, stark zu machen haben im Sinne unserer Demokratie. Und dann muss man auch ganz deutlich sagen, dass wir im Jahr 2017, und darüber reden wir im Moment, leider noch nicht den Petitionsausschuss hatten, den wir eigentlich bräuchten, um die Aufgaben zu erfüllen, die wir zu bewältigen haben heute. Und einige Anhaltspunkte dafür sind genannt worden. Wir haben eben eine geringe Zahl von Petitionen. Martina Stamm-Fiebig, die gerade leider nicht zu Ende reden konnte, ist eine unserer besten Frauen im Petitionsausschuss, ja, hat es gesagt. Ja, wir sind heute auf dem Niveau der Anzahl der Petitionen der 80er Jahre, während die privaten Plattformen, und da sind einige von rechts dabei, die sehr zwielichtige sozusagen Intentionen verfolgen, viel mehr Menschen hinter sich versammeln. Und dann müssen wir uns doch überlegen, wie wir das wieder ändern können. Und wir haben darüber geredet,
vor einiger Zeit, im Mai 2017, da hatten wir eine Sachverständigenanhörung. Ganz viele Punkte sind hier schon genannt worden. Wir diskutieren über so viele relevante Themen. Wir reden darüber, dass der Petitionsausschuss der Seismograph sei, ja? Dass man da genau sehen kann, was die Leute berührt. Und das sind nicht die europäischen Außengrenzen. Das ist die Arbeitsmarktpolitik, das ist die Sozialpolitik, das ist die Gesundheitspolitik, das ist die Behindertenpolitik, das ist die Armut von Kindern und auch erwachsenen Menschen in diesem Land. Und Sie, ja, treiben den Spalt in die Gesellschaft hinein, anstatt diese Gesellschaft wieder miteinander zu versöhnen, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, wo jeder seinen Platz findet. Und in dieser Herausforderung muss der Petitionsausschuss hier im gesamten Parlament mehr Gehör finden. Und wenn wir Petitionen haben, die so eine starke Unterstützung finden von Zehntausenden von Menschen, dann sollten wir uns in Anführungszeichen endlich mal herablassen und die Debatten, die die Menschen wollen, hier ins Parlament reintragen. Dann haben die nämlich das Gefühl, dass sie hier richtig aufgehoben sind. Und dass der Petitionsausschuss stark ist, das, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Da gibt es total prominente Beispiele. Und da das vielleicht nicht mehr allen in Erinnerung ist, möchte ich ein Beispiel herausheben. Das war das Drama um die Heimkinder in den 50er bis 70er Jahren. 2006 hat das angefangen damals. Da kamen die ersten Petitionen rein. Menschen, die gequält wurden, unfassbares Leid erlebt haben, grausame Erziehungsmethoden in Kinderheimen, aber auch in Heimen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie, ja, die gequält, geschlagen wurden, tagelang eingesperrt, sexuell missbraucht und mit Medikamenten vollgepumpt. Diese Kinder, die heute natürlich Erwachsene sind, auch schon 2006, die wurden in den Petitionsausschuss eingeladen. Was daraus geworden ist, das war ein Fonds, das war so eine Art von Entschädigung, kann man ja gar nicht sagen, aber es war eine Art von Wahrnehmung in der Gesellschaft. Und darauf kam es den Leuten an, dass sie gehört werden, dass nicht immer wieder gesagt wird, was ihr sagt, ist nicht richtig. Und dieser Auftrag, ja, in diese Richtung weiter zu ermitteln, der besteht bis heute. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vor einiger Zeit ist rausgekommen, dass an diesen Kindern nachweislich Medikamententests vorgenommen wurden. Das bedeutet für uns, die Arbeit muss wieder von Neuem beginnen. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen weiterarbeiten an unserem Auftrag. Und ich glaube, dann können wir einen richtigen Beitrag zur Stabilisierung dieser Demokratie vornehmen. Und das brauchen wir mehr denn je. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als nächstes hat für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Paul Lehrieder das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Petitionsausschuss, darf Sie ähnlich wie Herr Präsident eben hier auch herzlich begrüßen. Ich habe ja schon Angst gehabt aufgrund des guten Verhältnisses, Frau Kollegin Rüffer, dass wir im Petitionsausschuss haben, dass Sie auch noch meine Redezeit hier in Anspruch nehmen. Zum Glück haben Sie es nicht gemacht. Wir treffen uns hier in der 19. Legislaturperiode das erste Mal vom Petitionsausschuss, um den Jahresbericht des Jahres 2017 vorzustellen. Ja, es stimmt, das Jahr 2017 war für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages durchaus ein ungewöhnliches Jahr. Die Bundestagswahl nach der parlamentarischen Sommerpause und die darauffolgenden Sondierungs- und Koalitionsgespräche brachten für die meisten Abgeordneten des Petitionsausschusses eine unfreiwillige und ungewohnt lange Pause mit sich. Und Herr Kollege Huber muss jetzt schon mal richtigstellen, nicht, dass Sie hier was Unwahres versehentlich sagen, Absicht unterstelle ich Ihnen grundsätzlich nicht, aber der Petitionsausschuss war einer der drei Ausschüsse, die als Interregnungsausschuss eben hier als erste Ausschüsse des neuen Bundestages gegründet worden sind. Neben dem Hauptausschuss, neben dem Geschäftsordnungsausschuss wurde der Petitionsausschuss auch in den Wintermonaten eben einberufen, zugegebenermaßen in verkleinerter Form. Aber der Bundestag hat damit zu erkennen gegeben, dass wir auch bei einer längeren Regierungsbildung die Sorgen und Nöte unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger so ernst nehmen, dass wir sie eben nicht 6 bis 9 Monate eben hier auf Halde liegen lassen, sondern dass wir sie weiter bearbeiten wollen. Da möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den parlamentarischen Geschäftsführern für die Weitsicht und für diese diesbezügliche Entscheidung ausdrücklich bedanken. Nichtsdestotrotz, ja, das ist richtig, wir waren bemüht, so viele Eingaben wie möglich abzuarbeiten, und das Jahr 2017 war für alle Beteiligten ein besonders arbeitsreiches Jahr. Nach der Bundestagswahl, Herr Kollege Dodenhausen, jetzt komme ich zu Ihnen,
Nach der Bundestagswahl änderte sich auch die Zusammensetzung des Ausschusses, sodass es für einige Kolleginnen und Kollegen, auch Fraktionen, heute der erste Jahresbericht ist. Wir waren ja schon mal 2009 bis 2013 zusammen, jetzt sind wir wieder zusammen. Und nachdem Sie natürlich zu dem Jahresbericht 2017 aus eigener Anschauung relativ wenig sagen konnten, haben Sie in vorauseilendem Weitblick für 2019 schon die Datenschutzgrundverordnung als Petitionsthema berufen. Freut mich, dass Sie so hellseherische Fähigkeiten haben. Das zeigt aber den Menschen draußen an den Fernsehgeräten, welche Qualität die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss haben. Meine Damen und Herren, die Kollegen konnten sich nun bereits ein Bild über die sehr arbeitsreiche, aber über Fraktionsgrenzen hinweg äußerst angenehme und kollegiale Zusammenarbeit im Petitionsausschuss machen. Und Frau Kollegin Steinke, es kommt hier wirklich ganz, ganz selten vor, dass ich jemand von der Linkspartei lobe, aber Sie haben Ihren Job gut gemacht. Ich möchte mich diesem Lob anschließen, das die Kollegen schon gemacht haben. Aber jetzt ist es auch wieder genug, meine Damen und Herren. Im Vergleich zu den meisten anderen Ausschüssen des Deutschen Bundestages findet die Arbeit des Petitionsausschusses leider nach wie vor eher fernab der öffentlichen Wahrnehmung statt. Wir werden zwar immer einmal im Jahr gelobt von verschiedenen Institutionen, aber im übrigen Jahr, wie gesagt, selber wird eben eigentlich zu wenig auf unsere Arbeit geschaut. Und ja, Frau Kollegin Müller-Gemmeke, wir können alle Petitionen eben hier, die von Gesamtinteresse sind, auch hier im Parlament diskutieren. Aber ich kann mich an kein Thema erinnern, das wir im Petitionsausschuss eben hier bearbeitet haben, wo wir nicht irgendwo auch mal eine öffentliche Anhörung bzw. eine Aktuelle Stunde dazu schon hier im Plenum gemacht haben. Auch die Themen, die uns im Petitionsausschuss umtreiben, werden von den Fachausschüssen über Aktuelle Stunden, über Fragestunden etc. auch hier im Plenum natürlich gespielt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwo was Geheimes im Petitionsausschuss machen, sondern sie sind von öffentlichem Interesse und deshalb über die aktuellen Stunden. Wir haben auch diese Woche wieder 3 Aktuelle Stunden hier im Plenum des Bundestages und da sind die Themen natürlich dran, die uns auch umtreiben. Im Übrigen natürlich eben spielen hier auch die Fragen Datenschutzgrundverordnung, Herr Todenhausen, wird sicher auch die eine oder andere Aktuelle Stunde dazu noch geben. Ganz im Gegenteil, meine sehr geehrten Damen und Herren, kaum eine Institution innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik setzt sich so intensiv mit den Befindlichkeiten innerhalb der Bevölkerung auseinander. Und ja, es ist richtig, ich sage ganz bewusst, der Petitionsausschuss ist ein Seismograf der Bevölkerung, der Befindlichkeit, ist ein Ventil für Sorgen, Nöte, für große Befindlichkeiten, aber natürlich auch für einzelne Nöte. Nirgendwo sonst können Bürger auf so direkte Weise ihr Anliegen dorthin tragen, wo Entscheidungen getroffen werden, nämlich hier in den Deutschen Bundestag. Und ich will, bevor meine Zeit zu Ende geht, vielleicht nochmal auf ein Beispiel hinweisen. Ich habe beispielsweise eben hier mit einer konkreten Fragestellung in der letzten Periode, also im vergangenen Jahr eben hier auch aufwarten können. Dem Petitionsausschuss war ein Anliegen zugetragen worden, Antrag auf Kinderzuschlag bei einer zuständigen Familienkasse, der zwar gestellt war, dieser aber über Monate nicht bearbeitet worden war. Mehrere schriftliche Anfragen sind erfolglos geblieben. Der Petent machte deutlich, dass die Familie auf den Zuschlag angewiesen sei und wegen der schwierigen finanziellen Situation bereits einige Zahlungen nicht hätten vorgenommen werden können. Nachdem der Petitionsausschuss das Anliegen der Petentin aufsichtsrechtlich hat überprüfen ließ, hat die Familienkasse mitgeteilt, dass eine Bearbeitung tatsächlich nicht erfolgt sei. Die Familienkasse entschuldigte sich und bewilligte umgehend die Bescheide für die zurückliegenden Monate. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ich glaube, ich möchte mich bei allen Kollegen fraktionsübergreifend bedanken, dass wir im Petitionsausschuss die Sorgen und Nöte des einzelnen Menschen, sei es der älteren Dame, die eben schon hier eine überwiegend Osteoporose, einen Badewannenlift braucht oder sonstige Fragen hat, dass wir die genauso ernst nehmen wie die Frage eben schon hier von Sanktionen im Hartz-IV-Bereich, liebe Frau Kollegin Steinke, die eben schon hier von großen Massenpetitionen getragen werden. Und ja, ich will auf eins noch hinweisen, wurde vorhin von den Kollegen zum Teil schon angesprochen. Es gibt neben dem Original, neben den Petitionen in Artikel 17 des Grundgesetzes, mehr und mehr private Petitionsplattformen. Die nennen sich zwar Petitionen, aber sie werden Ihnen keine Bundesstraße bauen, sie werden Ihnen keinen Lärmschutz bauen, sie werden eben schon hier keine Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Das sind gut gemeinte Diskussionsplattformen und als solches sollten wir die auch verstehen. Sei es, ob es jetzt Open Petition ist oder Change.org, da man sagt, jawohl, da können Sie diskutieren. Aber eine Änderung, liebe Damen und Herren, wird es nur bei uns geben. Das müssen wir den Menschen immer wieder sagen. Ich darf mich auch bedanken, es wurde auch angesprochen für Arzttermine. Ich darf mich auch bei dem Kollegen Gero Stoll-Johann bedanken, dass er sich für eine laufende Petition zu mir in den Wahlkreis nach Würzburg begeben hat, um die Frage Lärmschutz an DB-Strecken mal anzuschauen. Wir haben noch ein wenig ein Problem, eben schon eine Kläranlage, wo eben schon Tank und Rast sich eben schon nicht an den Kosten beteiligen will. Das sind große Themen, wo man natürlich auch zwar keine Änderung, kein Gesetz ändern können deswegen, aber wir können zumindest die Damen und Herren Staatssekretäre
mal am Mittwoch früh um 7:30 vorladen, und das macht ja auch nicht jeder gern. Und damit haben wir natürlich ein gewisses eben Schmerzmittel oder Druckmittel, um entsprechend hier auf die Ministerien einwirken zu können. Ich bedanke mich auch für die Bereitschaft der Regierungsmitglieder, immer uns zur Verfügung zu stellen. Bitte? 7:30. 7:30, das soll ja auch wehtun. Meine Damen und Herren, bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für das kollegiale Zusammenarbeiten. Und ja, es ist richtig, wir sind hier etwas eben schärfer gegeneinander aufgetreten, als es im Ausschuss ist, Herr Huber. Im Ausschuss arbeiten Sie konstruktiv mit. Auch das gehört einmal gesagt. Wie gesagt, nicht alles ist falsch, was die AfD macht. Insofern herzlichen Dank, eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes für die AfD-Fraktion der Kollege Detlef Spangenberg. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine ganze Menge gehört eben, einen Tätigkeitsbericht, und das gibt mir Gelegenheit, mal ein bisschen auf die Historie des Petitionswesens hinzuweisen. Es war wieder einmal, und das wird einigen nicht gefallen, Preußen, die mit rechtsstaatlichen Strukturen undenkbar für viele von Ihnen, nehme ich an, vielleicht sogar entsetzlich, Vorreiter bei einer demokratischen Entwicklung waren und somit seiner Zeit weit voraus. Abschaffung der Folter, Einführung der Religionsfreiheit, Entwicklung der Schulpflicht und Ausbau und nun 1794 das preußische Landrecht. Bürger konnten sich das erste Mal Gehör verschaffen, meine Damen und Herren. Und diesem gingen drei wesentliche Schritte voraus. Erster Schritt, König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der sogenannte Soldatenkönig, 1688 bis 1740, Schulpflicht. Dann weiter unter Friedrich dem Großen, 1712 bis 1786, der dieses preußische Landrecht letztendlich mit förderte und auch fast zum Abschluss brachte. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ganz interessant, gar nicht weit von hier bei uns in Potsdam, Humboldtstraße, steht die sogenannte Bittschriftenlinde. Dort konnten die Bürger unter Friedrich dem Großen ihre Zettel dranhängen. Einmal der Woche hat er sie abgeholt lassen oder selbst abgeholt und hat dann mehr oder weniger diese Bittschriften, na, mehr oder weniger beantwortet. Das war einmalig, meine Damen und Herren. Das war eben in Preußen, das war Deutschland, und wir sollten Preußen auch mal von dieser Seite sehen. Ja, und dann kam sein Neffe, Friedrich Wilhelm II., vollendete in § 156 Absatz 2 Ziffer 20 in dem preußischen Landrecht für die Bürger das Recht, dass sie gehört werden mussten, meine Damen und Herren. Sie mussten nicht mal bitten, sie mussten gehört werden. Das gefällt Ihnen nicht, Sie wollen das immer in eine andere Richtung haben. In der Bundesrepublik haben wir Artikel 17, das wissen wir mittlerweile, aber auch in der DDR gab es schon das Petitionsrecht, das hieß allerdings anders, das hieß Ausschuss für Eingaben der Bürger, und da wurden bis 1989 40 Millionen Eingaben an die damalige Staatsführung eingereicht. 40 Millionen. Ganz andere Probleme, als wir sie heute im Petitionsausschuss haben. Damals ging es um Wohnung, um Versorgung und um Reisen. Aber wenn man natürlich mit Reisen eine Petition einbrachte, war das ein bisschen problematisch in der DDR. Da kam man immer ganz schnell in den Geruch des Klassenfeindes, denn Reisen ins westliche Ausland, das war höchst problematisch. Der Petitionsausschuss, meine Damen und Herren, nimmt die Nöte der Bürger auf. Er bearbeitet fast alle Rechtsgebiete, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Vertragsrecht, Behördenwillkür, Einzelschicksale aller Art, und ist insofern hochinteressant, ist somit ein Spiegel der Probleme in unserer Gesellschaft. Durchschnittlich 200 Petitionen auf 1 Million Einwohner. Wir haben natürlich im Petitionsausschuss keine mediale Aufmerksamkeit, wurde schon angedeutet. Man kann dort keine schönen Artikel schreiben, man kann auch nicht glänzen mit irgendwelchen tollen Reden, aber Kompetenz ist gefragt, Fachkompetenz, viel Arbeit in diesem Instrument. Es ist ein wichtiges Instrument in einem funktionierenden Staatswesen. Und was wir eben schon gehört haben, das war natürlich bedauerlich. Wir sollten eigentlich im Petitionsausschuss keine Parteipolitik machen, weil der Bürger wendet sich, ja, da, ich weiß, das weiß ich. Hören Sie erst mal zu. Sie können sich nachher geballt aufregen, wenn ich fertig bin, ist viel wichtiger. Also keine Parteipolitik, weil nämlich die Bürger sich an die Abgeordneten wenden und nicht an die Partei. Und
Wie gesagt, wir in der AfD sind mit 4 Abgeordneten dabei und ich freue mich auch. Ich war schon im Sächsischen Landtag im Petitionsausschuss, kenne die Arbeit und da kenne ich auch die Fraktion Die Grünen, die habe ich schon besonders gern, Frau Rüffer. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass wir unsere Entscheidungen nach dem Sachverhalt treffen und nicht nach einem Parteiverbot in irgendeiner Form? Und da ist es vollkommen egal, mit wem wir stimmen. Wir sind nämlich die einzige Partei, die auch mit den Anträgen anderer mitstimmt. Das können Sie ja gar nicht, weil Sie ideologisch quasi gehemmt sind und eigentlich Demokratie bei Ihnen habe ich noch nie erkannt. Sie sind eine reine Verbotspartei. Was anderes sind Sie nicht. Also, meine Damen und Herren, Petitionsausschuss, wichtiges Instrument. Recht vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Spangenberg. Ich rufe auf für die SPD-Fraktion die Kollegin Ziemtje Möller. Herr Präsident, vielen Dank. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Petentinnen und Petenten, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich will nur diese Geschichtsstunde zum Petitionsausschuss um einen kleinen Aspekt erweitern, denn schon bei den Pharaonen gab es ein Petitionswesen. Das heißt also, das Petitionswesen in Deutschland ist ja ein Import aus der heutigen arabischen Welt. Und da frage ich mich dann ja, wie Sie dazu stehen. Aber das nur als Scherz am Rande. Ich freue mich nun, dass der Petitionsausschuss hier im Parlament so ausführlich zu Wort kommt. Denn der Petitionsausschuss ist das zentrale Instrument, um einen direkten Draht zwischen Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, und uns, dem Parlament, herzustellen. Dieses demokratische Mittel ist trotz der hohen Anzahl von Petitionen, das wurde ja schon genannt, vielen Menschen noch nicht bekannt. Deshalb ist es gut, dass der Petitionsausschuss nun endlich hier zu Wort kommt, noch dazu in der Kernzeit. Ich finde, das ist gelebte Demokratie. Wenn Petitionen verfasst werden, seit 2005 ist das übrigens auch online möglich, bekommen wir im Bundestag ungekürzt mit, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. So wird der Petitionsausschuss zum oft genannten Seismografen des Parlaments, wie auch Frau Rüffer ja gerade schon erwähnt hat. Das heißt, wir im Petitionsausschuss merken als Erste, wo der Schuh drückt, was Sie bewegt und auch, wo Dampf auf dem Kessel ist. So wird die doch gerne etwas zugegebenermaßen stiefmütterliche Wahrnehmung des Petitionsausschusses öffentlich wie auch mitunter hier hausintern der Bedeutung des Ausschusses keinesfalls gerecht. Denn Petitionen zeigen oft die Resultate unseres gesetzgeberischen Handelns. Das ist die Kernaufgabe dieses Parlaments. Oft sind es Petitionen, die uns auf Gesetzeslücken hinweisen, die erst in der Anwendung von Gesetzen zum Vorschein kommen. Lücken, die wir vorher häufig nicht hätten antizipieren können. So zeigen Petitionen uns, wo es hakt, an welchen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht und worauf wir in Zukunft achten müssen, wenn wir Gesetze erarbeiten und beschließen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir können wirklich froh sein, dass es den Artikel 17 des Grundgesetzes gibt, der die Eingabe von Petitionen ermöglicht. Es ist Ausdruck und auch Anspruch unserer lebendigen Demokratie, die dadurch zum Mitmachen einlädt. Im letzten Jahr wurden im Schnitt 46 Petitionen pro Werktag eingereicht. Ein Zeichen dafür, dass Bürgerinnen und Bürger sich sehr wohl unserer Demokratie nahe und verbunden fühlen. Weniger lautstark, aber dafür konstruktiv und im Austausch mit dem Parlament. In der Vielzahl der Petitionen darf jedoch das Einzelschicksal nicht untergehen. Hinter einem Großteil der Petitionen steht ein solches Schicksal, eine Ungerechtigkeit, die einem Petenten oder einer Petentin widerfahren ist. Diese Schicksale liegen mir tatsächlich besonders am Herzen und diese Schicksale sind es auch, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist es ganz einfach. Wer eine Petition stellt, hat ein Anliegen. Und damit wir uns um die Anliegen der Menschen kümmern, dafür wurden wir gewählt. In der parlamentarischen Arbeit müssen wir die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger hören, ernst nehmen und auch dazu beitragen, dass diese beseitigt werden. Zukünftig muss deshalb die Arbeit des Petitionsausschusses noch mehr mit der Arbeit in den anderen Ausschüssen verknüpft werden. Das bedeutet auch, dass das Petitionswesen immer wieder angepasst werden muss. Mit der Möglichkeit, Petitionen online auf bundestag.de zu stellen, haben wir uns derzeit angepasst. Den Bürgerinnen und Bürgern kommen wir so entgegen.
Wir müssen da natürlich noch ein bisschen besser werden, aber das werden wir vorantreiben. Zum Schluss möchte ich mich ausdrücklich, wie auch meine Vorrednerinnen und Redner, bei den Mitarbeiterinnen des Ausschussdienstes bedanken. Ohne ihre akribische Unterstützung und ihre immer wieder beeindruckende Expertise könnte der Petitionsausschuss seine Arbeit nicht leisten. Und ich betone das explizit als neues Mitglied des Petitionsausschusses. Ich bin Ihrer Arbeit sehr dankbar. Und mein besonderer Dank gilt vor allen Dingen den Petentinnen und Petenten. Ohne ihre Hinweise wären uns viele Missstände nicht bekannt. Ihre Eingaben sind es, die für unsere Arbeit unersetzlich ist. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Bevor ich dem Kollegen Georg Steuerhahn das Wort erteile, will ich darauf hinweisen, dass das Petitionsrecht bereits in der Bibel verankert ist. Psalm 50, 15 lautet, bist du in Not, so rufe mich an. Und nun erteile ich das Wort dem Kollegen Georg Steuerhahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beitrag des Präsidenten macht ja deutlich, wie die Zusammenarbeit in der FDP-Fraktion ist. Hätte er dir ja auch mal sagen können, ne? Manfred. Der Petitionsbericht 2017... Herr Kollege Steuern, ich wusste nicht, dass wir so weit zurückgehen im Petitionsrecht. Oder? Der Petitionsbericht 2017, das ist ein Anlass, an dem wir natürlich im Parlament die Gelegenheit haben, unsere Arbeit herauszustellen und auch deutlich zu machen, wie wichtig es ist, hier gemeinsam zusammenzuarbeiten. Bei allen Worten, die hier gefallen sind, möchte ich eins in Erinnerung rufen. Erster Ansprechpartner für Bürger, das sind wir Abgeordneten, und das erleben wir täglich in unseren Abgeordnetenbüros. Und das macht nicht nur der Petitionsausschuss, das Seismografische, sondern das erleben wir wirklich. Und deswegen, das möchte ich auch erwähnt haben, ist das auch eine wichtige Arbeit, aber die Zusammenarbeit, die ist auch wichtig mit den anderen Ausschüssen und mit den anderen Kollegen. Es sind über 11.500 Petitionen eingegangen im Jahr 2017. Ja, das sind weniger als vor 20 Jahren. Aber wie viele Petitionen sind dann eingegangen oder Briefe im Kanzleramt, in den Ministerien? Das sind auch erhebliche Zahlen. Ich glaube, im Kanzleramt über 3.500. Und deswegen kann man das nicht so leicht vergleichen. Insgesamt, glaube ich, sind die Bürger fleißig, wenn es darum geht, sich an das Parlament oder an die Regierung zu wenden. Warum sind wir nun im Petitionsausschuss? Meistens stellt man ja auch erst im Laufe der Zeit fest, wie schön es ist, dort zu arbeiten. Und wenn man nämlich von der Fraktion entsandt wird, dann hat man doch nicht das Gefühl, dass man jetzt den großen Gewinn gemacht hat. Lassen Sie sich sagen, von einem Abgeordneten, der jetzt seit 2002 im Petitionsausschuss ist, das ist eine feine Sache. Und mich schreckt auch nicht am Montag der kleine Stapel von Petitionen, besonders von Vielschreibern, die ich jetzt bearbeiten darf. Das sind Leute, die fast jeden Tag eine Petition schreiben und eher aus der Zeitung, aus der ersten Seite dann ihre Anliegen ableiten. Das macht nicht viel Freude. Aber wenn ich dann Perlen finde, wo ich sehe, da ist ein echtes Anliegen, dass es wert ist, auch vertieft bearbeitet zu werden, und auch Kollegen finde, die das genauso sehen, und wir dann auch daraus eine öffentliche Beratung machen können, dann ist das befriedigend und dann macht das Freude und deswegen ist das Motivation für die ganze Woche. Der Jahresbericht macht deutlich, dass wir gerade im Geschäftsfeld des Bundesministers für Gesundheit eine Steigerung von über 47% erreicht haben. Da hat sicherlich auch eine Petition aus meinem Wahlkreis beigetragen. Das war eine Praxis der Logopädie, die das Instrument der Petition nicht kannte. Und die Logopäden hatten auch in dem Sinne keinen Lobbyverband in Deutschland. Und sie waren hilflos, wie können wir unser Problem dem Bundestag näher bringen. Und ich habe ihnen geraten, macht eine Petition. Es ging um die Forderung nach einer besseren Vergütung. Die war nämlich jahrelang nicht angepasst worden. Und die Kosten sind gestiegen, aber das Entgelt nicht. Und dafür war zuständig natürlich auch dann eine entsprechende Kommission beim Ministerium. Wir haben jedenfalls eine öffentliche Beratung gemacht. Das war für die Petenten aufregend, das war für die etwas Besonderes.
aber so richtig hoffnungsvoll waren Sie nicht, nachdem Sie vorgetragen haben, da das Ministerium eher abblockte und sagte, das ist halt so, es muss so bleiben. Allerdings 2017 hat der Gesetzgeber dann ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht und den Forderungen der Logopäden weitestgehend entgegengekommen. Das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Heilmittelversorgung wurde verabschiedet und damit wurden notwendige zusätzliche Spielräume für Preisvereinbarungen für Leistungen der Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Podologie eröffnet. Also ein richtig schönes Beispiel und die Petenten, die haben einen ganz anderen Blick auch auf demokratische Prozesse erhalten, das nur als Rückmeldung an Sie hier im Plenum. Die Mühlenbergschleuse in Rostock, die wurde schon angesprochen. Das Verkehrsministerium ist der richtigen Auffassung, Enak Ferlemann, dass man die Mühlenbergschleuse aus bundespolitischer Sicht nicht mehr braucht und man wird sie zuschütten. Und dem Land wurde das gute Angebot gemacht, da entstehen Kosten und diese Kosten wären wir bereit, dann auch für eine Ertüchtigung dieser Schleuse dann zu investieren, wenn Stadt und Land sich daran beteiligen. Da war wenig Einsicht auf örtlicher Ebene in Rostock oder im Landtag. Aber als der Petitionsausschuss beschlossen hatte, wir machen einen Vor-Ort-Termin, wir kamen da an, einen Tag vorher wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, was man denn nicht doch machen könnte, ob es denn nicht doch eine Möglichkeit gäbe. Insofern, der Petitionsausschuss, wenn er seinen Besuch ankündigt, erzeugt durchaus eine Wirkung, das kann ich generell bestätigen, möchte aber auch sagen, wir sollten sehr vorsichtig mit Vor-Ort-Terminen umgehen, nicht bei jeder Gelegenheit dort auflaufen, sondern auch dann, wenn wir eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben, dann haben wir nämlich auch Durchschlagskraft darauf, das ist mein Appell an die Kollegen, wenn wir dann gemeinsam solche Termine beschließen. Meine Damen und Herren, Nachholbedarf sehe ich auch. Wir müssten bei unserem Internetauftritt besser werden. Das ist eine Daueraufgabe. Nun musste der Ausschuss erstmal mit seinen ganzen Mitarbeitern umziehen. Das war für einige nicht so schön. Aber wir können uns um diese Dinge jetzt besser kümmern. Es muss möglich sein, dass wir mit mobilen Endgeräten auch den Petitionsausschuss über die Bundestags-App erreichen. Ich wünsche mir eine wesentlich bessere Präsentation des Petitionsausschusses innerhalb des Bundestagsauftritts, dass er wesentlich prominenter dort zum Ausdruck kommt, damit man nicht suchen muss, sondern gleich weiß, wo man uns findet. Das war früher besser. Es wurde hier debattiert, das Quorum, die 50.000. Nun muss man wissen, dass die meisten Petitionen, wenn sie 50.000 erreichen, auch 100 oder 150.000 erreichen. Und in der Spanne zwischen 20 und 50.000 passiert eigentlich wenig. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, selbst in der Obleuterunde zu beschließen oder auch im Ausschuss, im Ergebnis dann, dass wir, denn obwohl die 50.000 nicht erreicht werden, das dennoch machen. Ich glaube, das ist ein Instrument, was die Arbeitsfähigkeit dann auch berücksichtigt, dass wir so beibehalten sollten. Nochmal herzlichen Dank für die Mitarbeit, herzlichen Dank an die Mitarbeiter des Petitionsausschusses, an die Mitarbeiter aller Abgeordneten, die uns hier zuarbeiten, denn ohne die wären wir nicht so gut. Nochmal Glück auf. Und welche Petition 2018 dann den größten Zuspruch erhält. Da bin ich noch gespannt, da wette ich mit dir, Manfred. Ich glaube nicht das, was du vorgeschlagen hast. Dankeschön. Herr Kollege Sturjan, herzlichen Dank für den Beitrag. Als letzten Redner zu diesem Tagungspunkt erteile ich dem Kollegen Timon Gremmels von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Petentinnen und Petenten, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich hier heute zu dem Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 2017 auch als neuer Abgeordneter sprechen kann. Ich gehöre dem Petitionsausschuss erst seit dieser Legislaturperiode an, aber habe meine Erfahrung aus dem Hessischen Landtag, wo ich über 4 Jahre auch Mitglied des dortigen Petitionsausschusses war und sagen kann, dass das sehr erfüllend ist, diese Tätigkeit, weil man in ganz viele unterschiedliche Themenbereiche Einblick erhält. Nicht nur der sogenannte Fach
Mann für ein Thema ist, sondern ein breites Spektrum hat und auch den Menschen konkret helfen kann. Deswegen, als ich gefragt worden bin von meiner parlamentarischen Geschäftsführerin, ob ich bereit wäre, in den Petitionsausschuss zu gehen, habe ich sofort Ja gesagt, obwohl ich weiß, dass man da nicht so im Mittelpunkt steht, nicht so viele Redebeiträge im Plenum hat und vielleicht auch nicht so medial glänzen kann und nicht alles sich für Facebook oder Twitter nutzt, weil die Petitionen ja vertraulich sind. Aber auch das gehört zu einer Arbeit eines Abgeordneten an der Sache, am Interesse der Bürgerinnen und Bürger, ohne große Öffentlichkeit. Das ist auch unsere Arbeit und die ist sehr wertvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr schön ausgedrückt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das Grundgesetz da weitsichtig war. Artikel 17 im Grundgesetz ist ein wichtiges Grundrecht, was wir aber auch bewerben müssen, wo wir den Bürgerinnen und Bürgern auch deutlich machen müssen, dass diese Möglichkeit besteht, sich an das Parlament zu wenden und dass dort auch geholfen wird. Und dass dort nicht erst 50.000 Petitionen zusammenkommen müssen und Mitzeichner bekommen müssen. Eine einzelne Petition kann genauso erfolgreich sein und kann von uns mit der gleichen Ernsthaftigkeit beraten werden, wie wenn 50 oder mehr mit 1.000 Menschen mitzeichnen. Und das ist der Unterschied und das ist das, was wir auch deutlich machen. Jede einzelne Sache ist es wert, sich genau anzugucken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir jetzt Statistiken uns angucken, wie viele Petitionen berücksichtigt wurden, ich glaube, dass das gar nicht der Maßstab ist, ob wir erfolgreich waren. Mitunter kann es helfen, wenn etwas als Material überwiesen wird, sich eine Fraktion oder ein Ministerium intensiv mit der Thematik beschäftigt. Mitunter kann es helfen, dass dort eine Diskussion im Petitionsausschuss zum Nachdenken erreicht. Deswegen zu sagen, nur die zur Berücksichtigung vorgeschlagenen Petitionen waren erfolgreich, greift zu kurz. Das ist meine Erfahrung aus dem Hessischen Landtag. Oftmals war es auch hilfreich, dass sich ein Ministerium mit der Thematik verständigt hat. Vielleicht war dann auch die Stellungnahme ablehnend, aber so ein halbes Jahr später hat dann die Fachabteilung, so war es zumindest in Hessen, im Bundestag ist es vielleicht ähnlich, dann gesehen, dass man da etwas tun muss. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Insofern glaube ich, dass die Statistik da nicht immer alles so aussagt, wie es in der Wirklichkeit ist. Dass das Petitionsrecht überarbeitet bedürftig ist, dass wir auch andere Zugänge und Möglichkeiten finden müssen für die Bürgerinnen und Bürger, sich an uns zu wenden. Ich glaube, das zeigt die Zahlen. Dass wir weniger Petitionen haben, ist nicht etwas da, aus unserer Sicht hat das nicht damit zu tun, dass die Menschen da zufrieden sind mit Politik und Verwaltungshandeln, sondern weil es andere Möglichkeiten gibt, die attraktiver sind, die spannender sind, die auch besser aufgemacht sind, Plattformen kommerzieller Art und Weise bei Open Petition oder Change.org oder wie sie alle heißen. Leute sagen, ich stelle meine Idee, meine Anregung dort zur Diskussion und zur Abstimmung. Und ich habe schon erlebt im Hessischen Landtag, dass mich hinterher Menschen angefragt werden, was denn aus ihrer Petition geworden ist. Und ich dann im Petitionsreferat angerufen habe und gesagt, hier hat mich ein Bürger angesprochen, die Petition sei ja gar nicht beraten worden. Dann haben die mir gesagt, die ist auch gar nicht eingegangen. Dann habe ich ihn zurückgefragt und gesagt, doch, doch, ich habe im Internet bei Open Petition, habe ich doch eingereicht und das ist doch ein ganz wichtiges Thema und so viel haben mitgeschrieben. Wo ist denn das? Ja, da musste man erstmal aufklären, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind mit dem gleichen Namen. Und deswegen glaube ich, dass diese Plattformen uns helfen, indem sie uns vielleicht auch antreiben, unsere Arbeit etwas spannender zu machen. Also mein Wunsch wäre, nicht so sehr wie die Kolleginnen und Kollegen der CDU zu sagen, wir brauchen einen größeren Raum oder einen eigenen Raum als Petitionsausschuss. Das mag auch wichtig sein, aber den Bürgerinnen und Bürgern hilft doch mehr, wenn wir das im Artikel 17 Grundgesetz verfassungsrechtlich verbriefte Petitionsrecht zeitgemäß weiterentwickeln, Quoten senken, öffentliche Diskussionen bereitstellen. Die SPD-Fraktion ist dazu bereit und wir sind sehr froh und wären dankbar, wenn unser Koalitionspartner sich in die gleiche Richtung bewegt, damit wir sozusagen das Petitionsrecht zeitgemäß weiterentwickeln. In diesem Sinne, Glück auf. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Ich rufe auf Tagesordnungspunkte 6a bis 6c, Beratung mehrerer Vorlagen der Fraktion Die Linke zur Dämpfung des Mietanstiegs. Ich weise darauf hin, dass wir über den Gesetzentwurf später namentlich abstimmen.